Dann sage ich doch mal, willkommen zurück, Leute. Oh, ich muss mich mal ganz kurz muten. So, willkommen zurück, Leute. Staffel 3 geht weiter. Und jetzt sind wir voll im Livestream. Oh Gott, ich habe immer so eine Angst mit meinem Aufnahmeprogramm, dass das jedes Mal rumfängt zu spacken. Wieder pünktlich um 9 Uhr. Plus, minus 15. 16, 17. Das ist egal. Das ist okay so. Ich bin aber leider heute alleine. Der Stone ist gerade aus der Nachtschicht rausgeplumpst. Ich habe heute Mittag noch mal ganz kurz mit ihm gespielt. Habt ihr das gerade gesehen, was da vorne am Fenster vorbeilief? Ey, gucken Sie da. Hallo? Machen wir hier auf Backspace. Gucken Sie da. Oh, cool. Wir hoffen, dass er hier bleibt. Den wollte ich aber jetzt nicht zähmen. Das wäre aber geil, wenn ich den jetzt noch zähmen könnte. Ich muss mal ganz kurz den Chat nach vorne schieben. So, damit ich euch dann auch irgendwie mal lesen kann. Was ich ja wieso nicht irgendwie so auf die Reihe bekomme. Ihr wisst das ja. Ohne Grave oder ohne Stone, die dann so ein bisschen ab und zu auf den Chat gucken. So, wer ist denn da? Hallo alle zusammen. Also wie gesagt, der Stone, der kommt gerade aus der Nachtschicht rausgeplumpst und hat dann heute Mittag ganz kurz mit mir gezockt. Dann hat er mir eine schöne, neue, tolle Nachricht gesagt. Er hat das Einhorn gefunden. Hat es natürlich nicht gezähmt, weil er weiß ganz genau, es gibt ja nur ein einziges auf der Map. Und das sollten wir dann auch schön zusammenzähmen. Und darüber machen wir natürlich dann auch ein Sam-Let's Play. Er meinte, er soll das Sam-Let's Play schön live im Stream zu machen. Das wollte ich aber nicht, weil ihr wisst ja, ne? Ich mache das dann immer schön mit Schnitten und Musik und ganz vielen Fails, das Übliche eben. Für die Leute, die jetzt im Stream dabei sind und mich nicht kennen, so sehe ich aus und auch vom Computer. Der Grave, der ist auch irgendwie verschollen gerade im World Wide Web. Und ich sehe gerade, boah, der Stream, der ist ja wirklich fast 3 Sekunden, 4, 5 Sekunden oder 10 Sekunden, nee, 10 Sekunden fast zurück. Das ist ja gar nicht so schön. Es sind gerade das Bild mit der Stimme versetzt oder ist das ganz normal? Schreibt mir das doch mal bitte. Passt alles, super. Kabi, dankeschön. Also gesehen, ich wollte ja eigentlich, ich zeige das mal ganz kurz für die Leute, die jetzt vielleicht die Gameplay-Videos nicht so ganz verfolgen oder die scannen. Ach, guck mal, wie schnell der ist. Da, wer beschwert sich denn, dass die Flugsaurier langsam sind? Ich nicht. Mein letztes Video heißt ja auch nicht so. Juhu! Juhu. Der Kabi 2002, hallo. Ihr wisst ja, wir machen hier eine Chost-Arena, weil jetzt die Ekos ja hier sind und das ist super cool. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich mache das natürlich Stück für Stück. Ich zeige euch das Video, die Videos dann natürlich dann auch, wie das alles Stück für Stück aufgebaut wird. Oder wenn dann so ein bisschen ein paar Fotos, die ich geschossen habe. Hier, das ist so mehr oder weniger der Eingang. Meine Idee wäre, dass das Tor nicht von, dass es nicht die Außenseite ist, natürlich, dass das innen drin ist. Ich würde denken mal hier noch. Hallo, hallo Leonessa. Ich muss dann mal rüber gucken. Warte mal, ich kann das doch auch irgendwie mal größer ziehen, das Bild hier so, ne? So. So. So, okay. Ich muss mal ganz kurz raustappen. Also, ich denke mal, hier wird noch so ein Tor gemacht. Das wäre dann der Haupteingang oder vielleicht ein bisschen weiter. Und dass das so gesehen die Katakomben wären, dass man im Innenraum nochmal laufen kann. Vielleicht so gesehen, bevor hier die Spektatoris, die ganzen Zuschauer, auf den Rängen sitzen und schreien, ja, Dex. Oh, jetzt ist das Bild aber fast ganz aktuell. Das ist ja mal geil. Wie ist denn das jetzt nach vorne gesprungen, sehe ich gerade? Na, egal. Ja, und so sollte das gebaut werden. Und ich bin mal ganz gespannt, wie das so wird. Also, das ist das Holz, das wir jetzt im Moment genommen haben, dieses Holz-Eisen-Beschlagene, das ist ganz cool. Muss mal ganz kurz wieder den Chat mal ein bisschen verfolgen. Ich bin ja so lahm. Ich müsste den Chat irgendwie mal auf meinen Bildschirm legen, damit ich nicht mal rüber gucken kann. Aber ich kann das nicht. Ey. Ganz Leute, ich muss. Das ist ja mein dritter Stream. Das ist ja mein dritter Stream, also lasst mir noch ein bisschen Zeit. Irgendwann werde ich das auch noch schaffen. Aber wie gesagt, ich wollte das eigentlich heute im Stream ein bisschen mit den Jungs basteln, weil aber die Jungs gerade nicht da sind, werde ich währenddessen noch so eine Zähmung machen, weil ich da den Mega, Gigantopithecus, den Gigantopithecus, den wollte ich ja unbedingt haben und ich habe die zwei, jetzt sag nicht, das Ding spawnt wirklich in der Arena.
Scheint so, ne? Scheint echt so da drin wirklich zu spawnen. Ist ja echt mal abgefahren, freaky. Freaky, Mickey, Chicky. So, Sekunde, ich muss mal ganz kurz raustappen. Ich muss mal ganz kurz das Bild wieder größer machen. So. So. So, den Chat ein bisschen größer, damit ich den auch mal schnell sehen kann. So, verschieben. So. Alles klar. Okay. Also, wie gesagt, ich werde jetzt in den Redwood Forest fliegen. Oder nicht fliegen, ich werde laufen. Der Entwickler hat ja gesagt, man läuft ja so wenig mit den Bodentieren, dann machen wir das doch mal. Wer spawnt denn am selben Platz? Gabi? Habe ich da irgendwas nicht mitgelesen? Was? Gabi, die Arena ist doch noch nicht fertig. Da ist ja noch nicht mal ein Stück dran. Das ist eigentlich so gesehen, wir haben da die Bretter zweimal gesetzt. Wir haben ja mehrere Bretter versucht. Einmal dieses ganz normale Standardholz. Dann haben wir hier noch diese Rainforged, wie die Dinge heißen. Zeig's mal ganz kurz. Ich lande Anflug. Das wären diese Bretter hier. Diese hier, ne? Die haben wir mal gesetzt und noch ein paar andere, um mal zu gucken, wie das so aussieht. Und ich werde jetzt mal... Ach ja, wir haben übrigens, wir haben das ja schon mitbekommen, beim Wixwax ist ja die ganze Base zusammengestürzt. Oh, der hat schon wieder die Brücke rübergebaut. Guckt es euch mal an. Da ist ja die ganze Brücke zusammengestürzt. Und die Base ist auch halb weg gewesen. Ist sie wirklich jetzt ganz weg? Ja, so ein Teil. Und beim Stone ist ja alles weg gewesen. Bei mir sind ein paar Teile, weil ja bei uns eine Mod nicht funktioniert hat. Das ist die Architektur-Mod. Wie hieß sie ganz normal? Wir nennen sie mal Castle-Mod. Die ist irgendwie gecrashed. Alle haben geschrieben. Alle haben auch gesagt, Dex hat mal wieder was kaputt gemacht. Das ist nicht meine Schuld. Dann ist auch noch eine zweite Mod kaputt gegangen. Ich zeig das mal ganz kurz von hier. Ihr kennt ja vielleicht noch die Mod. Wir hatten doch hier oben diese Solarpanels oben drauf. Aber die sind auch weg. Ist alles putt. Weil wir ja natürlich nicht ohne Mods leben können, haben wir uns natürlich eine neue Mod draufgehauen. Und das ist einmal die Mod, die zeige ich euch mal hier in den Enagrams. Ganz runter scrollen. So, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die heißt. Oh, das muss ich mir... Das sind alles auch eine Castle-Mod. Ist das sowas ähnlich wie so eine Castle-Mod? Da kann man, wie nennt man die Teile hier, na. Ja, so Ritterburgen und sowas kann man bauen. Und, jetzt seht ihr, das habe ich schon alles freigeschaltet. Das ist Pimp My Dino. Das ist eine Pimp My Dino Mod. Das ist eine ganz coole Mod. Die wollte ich drauf haben. Einfach nur so gimmickmäßig, weil. Guckt euch das mal an. Ich zeige jetzt mal hier gerade nicht den Skorpion, sondern ich zeige mal hier den T-Rex. Der T-Rex hat übrigens zwei Rüstungen, oder sogar drei Rüstungen. Einmal, das ist die Chitin-Rüstung, dann gibt es die Lederrüstung und einmal die Eisenrüstung. Ich habe die Chitin-Rüstung genommen und ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem. Ja, mit diesem. Resultat bin ich echt zufrieden, weil das sieht freaky aus. Mit diesen abgeschnittenen Hörnern. Ihr seht, ein Horn ist abgeschnitten, das andere noch ganz normal. Eins abgebrochen, das andere irgendwie komplett weg. Das ist schon cool. Schon geil aus. Gefällt mir richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig cool. Das hört sich auch an. So, ich gucke jetzt gerade mal, was im Chat geschrieben wird. Und das ist mein Favorite bisher. Ich habe jetzt noch nicht alles gebaut, aber guckt euch das mal an. So, ich muss mal aus dem Gras raus. Guckt euch das mal an. Diese pneumatischen Zangen von dem Skorpion. Voll abgefahren. Noch so ein paar Kabel dran. Sieht schon cool aus. So, weiß nicht, pneumatische Kolben oder so, wie man die Dinger hier nennen kann. Sieht schon richtig cool aus. Gefällt mich richtig gut. Sag mal, ist hier gerade der Chat still geblieben oder läuft da irgendwie gerade was nicht weiter? Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie der Chat vielleicht bei mir eingefroren ist. Oh, tja. Ich muss noch was rein. 1000 Damage ist schon okay für so einen Skorpion. Ich denke mal, ich könnte damit rausreiten. Schreibt mir doch mal bitte jemand eine 1. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei mir der Chat eingefroren ist.
Ja, bei mir ist irgendwie. Ah, jetzt kommt was. Okay, alles klar. Und ein Kuh. Dankeschön. Perfekt. Bei mir steht nämlich jedes Mal, dass ich immer aus dem Chat draußen bin. Oh, keine Ahnung. Jetzt kommen die ganzen Einser. So, ich werde jetzt mal hier mit meinem Skorpion durch die Gegend laufen. Ihr habt ja gesehen, der hat ja mega Damage. Das Level ist ja auch ziemlich hoch. Ich sag das mal so vom. So, es war 194. Perfekt. Und jetzt gehen wir damit mal einen Gigantopithecus zähmen. Also gar nicht so schnell. Ich müsste den, glaube ich, mal auf Speed skillen. 307. Ist okay. Sieht das nicht geil aus? Ich finde die Mod voll lustig. Hat so ein bisschen was wie so. Wie hat man dieses Steampunk-mäßig, ne? Sieht das aus? Guck mal, da kommt ein Raptor. Komm mal her, komm mal her. Ah, der Raptor, der kriegt. Guckt euch das erstmal an. Das ist eine geile Szene. Ich liebe sie. Guckt es euch mal an. Der Raptor kriegt so auf die Fresse, hat keine Chance. Ist das schön. Null Chance, mein Freund. Null Chance. Ein Fehler gemacht und die fressen dich auf. Das war übrigens meine erste wahre Begegnung auf mit dem, wie heißen sie nochmal, dem Morphodons bei Season 1. Da bin ich ja mit dem Grave unterwegs gewesen, noch auf dem Privatserver von uns. Oh, ein Äffchen, guck mal. Komm her. Ich fress dich auf. Und dann habe ich diesen Vogel gesehen, diesen Demorphodon, und das fand ich so putzig. Und der hat ja auch ganz viele riesengroße Zähne gehabt, aber das habe ich nicht gesehen. Und habe den dann angeschossen mit meinem Pfeil und Bogen mit Level 8 oder sowas. Und dann war es das. Nee, davon geht's Richtung Sumpf. Gehe ich lieber hier lang. Vielleicht haben wir ja hier wieder ein Spino. Das wäre ja mal was Tolles. Was sehe ich da hinten? Genau auf dem Spawnpoint. So ein Arsch. Juhu! Oh mein einer Skorpion, der so schnell war, der ist ja, glaube ich, gestorben, ne? Ich glaube, der ist, soweit ich weiß, ist der, glaube ich, gestorben gegen den Giganotto. Und ich weiß gar nicht, was der von mir wollte. Ich war doch nur in der Nähe. Nee, ich komme nicht ganz. Leonessa, du hast da recht. Ich komme da nicht so ganz mit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, währenddessen ich spiele und dann immer links rüber gucken und dann lesen, was da so abgeht, ist nicht so mein Ding. Ich muss da mal echt mal immer stehen bleiben und da mal durchlesen. Das ist eine Ameise, wollte ich sagen, was ist denn hier? So. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ich hätte ihn ja eigentlich auch hier reinschmeißen können. Eigentlich ist das ja total dämlich. Oh Mann, jetzt kommt noch so ein blöder Pegomastax-Dingsbums. Wie viel Kibbel habe ich eigentlich? 46. Ah, kommt er her. Jetzt kommt ja eine ganze Horde von denen an. Ich kenne da nix, meine Freunde hier. Was hat der geklaut? Was hat die mir geklaut? Meine Fackel oder was? Scheint so. Ja. Ja, wir sind mehr Übung. Ich brauche wirklich echt Übung. Oh, Spino! Der sieht gut aus. Jetzt habe ich mal natürlich überhaupt nichts dabei, was ich da. Boah, geil. Ein Spino. 68 auch noch. Und der kämpft gegen diese blöden Schweinehunde. Was ein bisschen schade ist, dass es kann sein, dass einfach mein Skorpion viel zu stark ist, aber der Skorpion, der ist echt blöd geworden mit dem Gift eben. Das Gift sollte eigentlich, das war damals stärker. Also da konnte man zwei, dreimal zustechen und ist der erste Dinosaurier direkt umgekippt. Ah, oh, ist das schön.
Ein Spino mit einer schönen Farbe. Und ein blauer Strahl, den will ich direkt holen. Ja. Alles blöd. Oh, das bloß ist er jetzt nicht gleich weg. Der ist gleich weg. Los. Da ist ein Gigantopithecus. Der hat dem natürlich auch direkt einen auf die 12 gegeben. Los. Ich freue mich ja echt auf das Community-Projekt, weil im Community-Projekt gibt es ja natürlich keinen Kibbelgucker und sowas. Ich glaube, dann ist das ist sowas wie, wenn ich euch das Internet wegnehme und dann sage, oh, guck mal, Kibbel. Stego-Kibbel brauchen wir nicht und Raptor-Kibbel brauchen wir genauso wenig. Aber wir haben es bekommen. Nee, es ist genauso gleich, wenn ich euch das Internet wegnehme und sage, ab beim Heidi und beim Almöli in die Berge. Und da könnt ihr jetzt dann 2 Jahre lang wohnen, ohne Internet, ohne Fernsehen. Das ist so ein wirklicher Rückschritt für uns. Und jetzt kommen wir dann wirklich dann auf diesen Community-Projekt, wo alles mehr oder weniger auf, naja, sagen wir mal, mehr oder weniger auf Standard steht. Und ohne diesen Kibbelgucker, der echt wunderbar ist. Na, welches Level? 68, das ist gut. Soll ich nochmal weiter gucken? Ich gucke erstmal mal ganz kurz weiter. Ich weiß ja, wo er ist. Ach ja, übrigens, guckt euch mal an. Was? Oh. Oh. Was fällt euch auf? Mal gucken, ob jemand was weiß, was hier passiert ist. Was hier ist. Oder was hier nicht mehr ist. Oh nein, Drawdown. Ganz viele Drawdowns. Aber die greifen mich gar nicht an. So, ich bleib mal hier so stehen. Was macht meine Salatschüssel? Die ist voll. Pass auf. Ich bin ja nicht am Lügen. Ich lüge nicht. Ich bin immer alles Wahrheit zu euch. Nichts gelogen. So. Würde ich nie tun. Jetzt muss ich mal ganz kurz raustappen für euch. Videogerät einschalten. Da. Hat man gerade hier meinen Bayern München Schal gesehen. Aber das ist gar nicht Bayern München, aber das ist egal. So, da. Ich kacke meine Kamera gar nicht mehr weiter. So. Da, das ist aber nicht mehr viel drin. Ist schon viel weggefressen. Da. Geh mal wieder zurück. Also ist nicht mehr so viel drin wie sonst, aber es reicht schon erstmal. So, alles klar. Aber danke, dass du das sagst. Dann kann ich ja wenigstens schon mal was essen. Weil. So, jetzt bin ich wieder rein. Habt ihr was bemerkt, was hier fehlt im Redwood Forest? Man nimmt schon mal Benzin zu. Ja, du Kuchen neben mir. Fangen wir jetzt nicht schon wieder an mit Kuchen. Der Stone, also Grave und ich und Stone haben dann eben uns dazu entschieden, die ganzen Baumhäuser abzureißen, komplett weg. Weil erstmal hat das, ja, hier waren zu viele Bäume, also viel zu viele Häuser und alles voll gebaut. Und das ganze Gelecke, wenn man hier durchflog, das war echt zum Kotzen. Und da sowieso keine Sau mehr hier rumgeistert, haben wir einfach alles abgerissen. Wir werden bestimmt mal wieder irgendwie eins oder zwei Häuschen bauen. Eins, das ist sogar noch meine Plattform, steht sogar da unten noch. Warum er die gelassen hat, keine Ahnung. Und sogar ein Zaun. Und es regnet. Aber im Moment haben wir erstmal alles abgerissen. Ist okay so. Ja, Schokolade. Ah, der Tenebrate ist auch da, hallo. Ist Tenebrate, wird das gesprochen, ne? Ich will es hoffen. Du hast es ja selber geschrieben, Tenebrate. Tenebrate. Ja. Übrigens, bevor ich es vergesse, wir sind... Es geht jetzt morgen. Heute ist der... Heute ist ja Freitag, Samstag, ich denke mal Samstagabend kriegt ihr eure E-Mail zugeschickt zum... Lag das nur bei mir? Also bei mir lag es nicht. Bei mir läuft alles noch gut. Wir sind ein bisschen Oh.
der? Welches Level hat der? Das ist ja mal gar nicht. Ich sag's gleich, war Level 8. Alpha Kano. Soll ich es versuchen, Leute? Ja. Es redet sowieso andauernd. Eigentlich ist es was Besonderes, wenn es mal ein sonniger Tag ist. Ja, Tapir ist ganz klar, du weißt ja eigentlich ganz genau, dass ich wieso rangehe. Du brauchst es eigentlich gar nicht zu schreiben. Der macht mich platt. Hör mal, ich habe einen 200er Super Ultra Steampunk Dingsbums Skorpion. Pool minus Scorpius, das sagt doch schon alles. Aller Tag! Guck mal, der läuft ja schon weg. Oh, scheiße. Aua. Boah. Nein, ich will nicht sterben. Lauf weg. Jetzt reicht's aber hier. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr, oder was? Oh, es leckt gerade ein bisschen. Oh. Ne, der Kano, der, ich glaube, das mache ich nicht. Der Kano, der mit Level 8, ich glaube, der haut mich aus den Füßen. Das Problem ist, wie viel Leben habe ich mit dem? Oh, 2000 Hells. Nein, ich glaub's nicht. Du Schweinehund. Boah, der Mikroraptor war das. Hast ihn gekillt? Er hat ihn gekillt. Glaub ich nicht. Aber ich zieh erstmal meine Wumme. So. Schweinehunde, blöden Viecher. Die sieht man doch wirklich gerade noch so als kleine Wolke an dir vorbeihuschen. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Da hinten. Oh, der ist, glaube ich, viel zu stark, oder? Das Problem ist, ich kann ja nicht so schnell wegrennen. Ich bin ja nicht so schnell mit dem. Ich versuch's jetzt einfach mal. Aber ich wollte doch eigentlich zähmen. Ich lasse es sein. Komm, Leute. Ich wollte doch ein Gigantopithecus zähmen. Ich will nicht mein Skorpion verlieren wegen so einem Arsch da hinten. Doch, du wirst ganz sicher von dem besprungen, wenn du einen finden solltest. Und du musst auch schon ziemlich nah an den Baum ran. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das hier mit diesem kleinen, tiefer gelegten Skorpion funktioniert, mit dem Thylacoleo. Aber ihr wisst ja genau, wenn man einen sucht, dann findet man keinen. Ich wollte doch eigentlich einen Gigantopithecus zähmen. Ja, sicher. Lieber. Ich will ihn nicht verlieren. Ich habe ja eigentlich sonst nie Angst, so wirklich nicht unbedingt Angst vor so einem Alpha. Das Problem ist aber immer, das Level vom Alpha sieht man ja meistens dann immer dann, wenn du gerade stirbst. Oder wenn du tot bist. Das ist ja meinem schönen Bären passiert. Da wusste ich leider nicht, was es für ein Level war. Und habe versucht, gegen den anzutreten. Und dann war das ein Level 94er Raptor. Der hat mich dann natürlich weggenascht. Nee. Also ich kann... da will ich jetzt nicht kämpfen. So, ich gehe jetzt mal runter nochmal und gucke mir nochmal an, ob ich einen Gigantopithecus finde in meiner Kragenreichweite. Ich glaube, das ist dann XXS. Ja, lass mich doch mal vorbei, Aber ich bin ja schon wieder voll bis oben hin, ne? Mit jeder Scheiße hier. Die nehmen wir mal mit, das brauche ich ja gar nicht. Drop Items. Habe ich da irgendwas, was ich brauche? Nö.
Doch, wir sind sogar von einem besprungen worden im Zähm Let's Play zum Tyrkoleo, glaube ich, selber. Aber es ist dann. Oh nein, jetzt kommt der Pico Mustax. Nein! Du klaust mir nicht mein. Weiß ich nicht was. Ja. Was hat er mir geklaut? Oh. Nervt mich nicht! Viecher! Was hat er denn geklaut? You are robbed, hat er doch gesagt. Naja, egal. Irgendwas hat er geklaut. Coole Sounds, die gefallen mir richtig gut. Was haltet ihr eigentlich von den neuen Sounds? Zum Beispiel der Quetzal, der hört sich schon ziemlich anstrengend an in letzter Zeit. Weil er viel zu viele Geräusche macht. Aber sonst ist er eigentlich ganz cool geworden. Der T-Rex, der gefällt mir nicht so sehr. Der hört sich eher an wie so ein Löwe oder sowas jetzt. Sag mal, es gibt hier keinen einzigen Gigantopithecus. Ja, die haben mich alle zum Fressen gerne. Guck dir den Kanu an. Metzeln. Ich glaube, ich gehe gleich doch. Ich mache mir hier gerade schon eine richtig schöne breite Brust. Wenn ich mir so einen richtig großen, mega großen Gigantopithecus gleich gezähmt habe, ihr wisst ja, die Zähmung dauert ja ungefähr 10, 20 Jahre. Also der Stream wird dann ungefähr bis 2 Uhr morgens, übermorgen sein. Wenn der dann so Level 150 ist oder so, dann gehe ich zu dem Kano und dann haue ich den mit einem Schlag über den Haufen. Das ist ein T-Rex. Aber Gigantopithecus? Nö. Ich wollte eigentlich einen größeren haben. Ich würde so mindestens 110er haben oder sowas. Achso, ja, der Sound von den Dodos ist echt wirklich lustig. Ich würde ja gerne angreifen und niederholzen, aber die beißen nicht zweimal. Und dann fällt man direkt um. Das ist doof. Ich hab grad gedacht, soll ich ein bisschen ärgern? Ne, lass ich's mal lieber. Weit und breit keiner. Ich gehe mal gar nicht hier hoch. Dann muss ich da hinten. Oh, nee. Jetzt kommen da hinten wieder die Nervensäge. Boah, ich muss den unbedingt mal auf Speed skillen. Das geht mir auf die Eier. Der ist ja voll langsam. Der andere ist ja wie so abgegangen wie Schmidts Katze. Schon wieder so ein Kano. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, auf so einen langweiligen Kano. Ist aber grün. Aber ganz gut, wenn man so im Wasser laufen kann. War das? Dann kann man wenigstens im Chat mal ein bisschen mitlesen. Überall Kanos. Was ist denn hier los? Oh. Guck mal, wie sie weglaufen. Ich komme euch retten. Der Steam. Ach Gott. Das ist typisch Kano. Kein Bock mehr. Das gibt's gar nicht. Gibt's hier wirklich keine Affen mehr oder was? Achso, ich wollte ja gerade eben nochmal über dieses, über das Community-Projekt reden. Der Daumenbaumhaus. Es waren ja 25 Leute rausgesucht und wir haben jetzt 24 Leute haben wir jetzt endlich zusammengetrommelt. Einer fehlt noch, aber ich glaube, das ist die Donna, wenn du dabei bist, wenn du es hören solltest. Die wird nämlich jetzt ausgetauscht. Ich hatte ja gesagt, bis heute um 8 Uhr die letzten E-Mails bitte noch geben, weil wir sind ja schon wieder in Verspätung. Wir wollten das doch eigentlich alles schon gestartet haben. Ja, hallo.
De Leon. LP. Ja, wir wollten es doch gestartet haben und jetzt hat sich das doch wieder alles so ein bisschen verschoben. Aber ich denke mir mal, es wird am Montag um 21 Uhr. Also meine Uhrzeit immer ungefähr. Dann komme ich immer online und dann starten wir es alle zusammen. Ihr kriegt, denke ich mir mal, morgen Abend alle Daten zugeschickt vom TeamSpeak-Server, so auch vom Community-Server, wo dann die Map draufläuft und alles drum und dran. Und wir können uns dann auch gerne mal, wenn ihr möchtet, ihr müsst ja nicht unbedingt ins TS kommen, habe ich ja schon mal gesagt, ihr müsst das nicht machen. Wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr auch gerne dann Let's Play mal mit mir machen. Wir treffen uns dann abends einfach mal und können ja auch mal dann besprechen, wer so... Oh, guck mal, da ist doch ein Tiger-Kollege. Welches Level ist denn das? Level 8. Und oh, guck mal, alle beide zusammen. Guck mal. Sag mal, erstmal kommen die Fliegen und jetzt kommen die nervigen Ameisen. Kommen die auch ins Wasser? Mhm. Nee. Bin echt beeindruckt, dass ich nicht einen einzigen beschissenen Affen gefunden habe. Was ist denn nun los? Aber auf der Seite sind auch weniger. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter tiefer rein. Ich möchte nur, wenn einen größeren haben, ansonsten lasse ich es sein. Und dann nehme ich mir was anderes oder ich nehme jetzt gleich den Kanu noch vor. Mann. Also dort sollte schon mindestens ein 100er sein. Mindestens. Also nochmal zurück zum Community-Server. Es werden natürlich Mods drauflaufen. Nicht viele, aber wir haben uns ein paar ausgesucht, damit es eben so ein Mischmasch ist. Gute Mods, die das Leben vielleicht ein bisschen vereinfachen, aber nicht, dass es sollte ja eine schwere Runde werden. Das Community-Projekt sollte ja ziemlich schwer sein. Also nicht ziemlich schwer, aber wird schwerer sein als normal. Oh, guck mal da. Und dann gibt es eben noch ein paar Mods. Oh, das habe ich sogar noch nicht. Du darfst. Ist die schon kaputt? Ist sie kaputt? Schon wieder die. Sag mal, haben die mich verfolgt oder was? Hä? Wieder einer. Die habe ich schon, aber die sieht gar nicht kaputt aus. Wenn ihr ein Headset habt für das Community-Projekt zum Mitquatschen, ihr könnt ja gerne mal. Wir sind ja sowieso dann immer im TS. Wenn ihr da seid, ihr könnt ja mitquatschen. Wenn ihr nicht quatschen möchtet, könnt ihr gerne mithören. Wenn ich mithören möchte, dann macht es eben alleine. Ein Bär, Bären. Alles, sag mal, sonst habe ich doch mal ganz viele gesehen. Jetzt sehe ich nicht mal einen einzigen. Aber ich muss jetzt aufpassen, hier oben gibt es da die Dingensbummens, Allosauren. Schade. Sag mal, einen einzigen habe ich nur gefunden. Ein Gigantopithecus. Aber ich muss mal im Chat mal wieder mitlesen. Ich habe mal wieder viel zu wenig gelesen. Oh, du musst mir mal ganz kurz sagen, du schreibst jetzt, um 21 Uhr bist du noch nicht zu Hause. Du heißt jetzt bei Twitch so, wie heißt du denn bei YouTube oder wie heißt du bei Steam? Oder wie kann ich jetzt wissen, wer ist denn eigentlich wer hier? Irgendwie habt ihr ja überall andere Namen. Ja, der 68er wollte ich nicht, das ist so klein. Ja, Mensch, die Suki.
Siehst du mal, wäre der Stone jetzt da gewesen, der hätte schon gesagt, Dex, mein Gott. Wenn der Grave da gewesen, der hätte das wenigstens. Der ist ja noch viel, viel jünger als ich. Der kann das alles zusammen. Der kann chatten, spielen und seine Freundin beglücken. Mit Schokolade natürlich. Hallo? Woran hast du dir jetzt bitte gerade gedacht? Übrigens, wir haben jetzt gerade 23 Zuschauer. Das Maximum haben wir erreicht. Jetzt könnt ihr abschalten. Guck mal. Die wollen doch. Man sagt ja, wenn man sich nicht bewegt, dann greifen die nicht an. Guck. Guck. Wenn man sich nicht bewegt, guck, die gucken jetzt. Ich glaube, das ist der Cousin. Cousin. Der Jupp. Hallo Jupp. Hier bin ich. Hier bin ich. Schon cool. Wenn man sich nicht bewegt, greifen die nicht an. Wenn man, glaube ich, aber nur auf dem Tier sitzt. Und das ist... Oh, guck mal, da sind da Allosauren. Boah, jetzt. Komm, voll Pulle rein, ey. Ihr Schweine habt meinen Wolf gekillt. Ich weiß das ganz genau. Und wenn... Oh, guck mal, der ist ja voll grün. Guck sie mal an. Ach, nee. Ja, 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 ja. Oh, die ist aber stark. Die ist stark. Die sieht aber cool aus. Die würde ich sogar noch zähmen. Und die würde ich dann Titanbohrkibbel geben. Was hat denn... Ach, das hat der, glaube ich, gerade eben geklaut. Kann das sein? Bevor ich das jetzt einfach hier wieder rausschmeiße alles. Nein, irgendwie an zu regnen, ey. Hallo, Sekor. Dex ist jung und knackig, genau das. Und auch nicht anders. Immer wenn ich an so einem Busch hier vorbeigehe, Leute, da möchte ich so naschen. Da möchte ich, das ist, sieht so ein bisschen aus, ich komme mir vor wie so, wie hieß das denn nochmal? Ach, ich habe jetzt gerade das Märchen vergessen, wo der, wo die Frau, das ist ein Kindermärchen, wo die Frau krank ist und der Mann, und die, und da drüben ist so ein schöner Garten, wo eine, von einer alten Hexe oder von einer alten Zauberin. Und sie möchte dann irgendwie so eine Blume oder sowas haben. Und dann geht der Mann rüber, holt einmal, holt zweimal. Was war das denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich hab's vergessen. Wie hieß denn das nochmal? Das Märchen. Ich mache ja so gerne Fotos, aber bei sowas kann man ja keine Fotos machen hier bei so einem Scheißwetter. Man sagt ja beim T-Rex stehen bleiben, der sieht dann einen nicht. Guckt, das geht auch hier im Spiel. Ich habe mich bewegt, ganz ehrlich. Ich muss mal ganz kurz Backspace drücken, damit ich auch... Oh, guck mal, der macht mir wirklich Schaden, ne? Oh, der hat aber auch schon Power, ne? Das hat natürlich die Rüstung gemacht. Guck mal, jetzt haben wir ihn zusammengeprügelt. Nein, also die Rüstung macht nichts. Also nur mal von vornherein, bevor das jetzt irgendwie hier jemand sagt, diese Rüstung, die macht ja mal voll alles und die ist ja super stark. Die macht mal gar nichts. Die ist nämlich nur Gimmick. Hat nichts drauf. Ja, ich glaube, die gibt am Anfang, wenn man sie anzieht, glaube ich, ein paar Points für zum Leveln. Aber mehr auch nicht. Ich glaube, 5 oder sowas oder 4 oder sowas ähnliches. Ich glaube es. Ach nee, das ist nicht die Mod. Nee, 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 die gibt gar nicht. Die sieht einfach nur cool aus. Die leuchtet sogar bei Nacht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Nur mal Chat lesen. Salat. Oh, die Disney-Version ist aber nicht. Die ist zwar schön. Ich darf das jetzt nicht so laut sagen. Nachher kommt der Grave hier in den Channel. Der mag nämlich Rapunzel. Das Disney, den Disney-Film. Also ich bin ja totaler Disney-Fan. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Disney. Bam, bam.
mehr, kleine Scheiße. Dass Disney die ganzen schönen Märchen von den Gebrüder Grimm ein bisschen vor Weicheiern. Aber naja, es ist ja auch für kleines, wie kleinen Kids, ist auch okay. Und für Graves. Wir haben ja auch Grave Junior, haben wir ja auch in den Kommentaren immer mit dabei. Viel Grüße. Du guckst natürlich dann auch Rapunzel. Das gehört zur Grave-Familie. Nein! Oh, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Boah, ey. Ich guck hier nochmal für euch den Sattel an und krieg's hier gerade mal aufs Maul von so einem Raptor. Ich hab mich vorher erschrocken. ja, Games of Thrones gucke ich mir an, ja. Auf Italienisch aber. Guckt euch mal an, er hat mich! Super geil, das habe ich noch nie gesehen. Wie eine Katze hängt er sich an mich dran. Ich glaube, sie wird bekloppt. Wer hat nochmal geschrieben, dass die Dinger hier nicht springen? Wer hat das geschrieben? Der soll mal hier runterkommen. Dem gebe ich mal eine Salbe. Scheiße.